Hi, ihr habt eure Fragen zum Thema Lernen dem Tagesspiegel geschickt und diese beantworte ich euch sehr gerne. Mein Name ist Fredrik Harkort, ich bin Gründer von Cleverly, Lernexperte und Papa von den zwei schulpflichtigen Mädels Luisa und Lilia. Stimmt es, dass Kinder besser lernen, wenn sie handschriftlich schreiben, als wenn sie es tippen? Studien weisen darauf hin, dass wir uns generell Informationen deutlich besser merken können, wenn wir sie aufschreiben, als wenn wir sie tippen. Neurowissenschaftler sprechen dabei von den Gedächtnisspuren im Gehirn. Kinder lernen insgesamt haptisch deutlich besser und insofern hilft ihnen das Schreiben der Buchstaben tatsächlich auch dabei, sich Dinge deutlich besser zu merken. Sicher ist, dass wir durchs Schreiben unser Gehirn auf Trab halten, denn da wir dafür primär unsere feinmotorischen Fähigkeiten brauchen, werden dabei ein Drittel unseres Gehirns beansprucht. Spannenderweise hilft das Tippen am Computer Kindern, die Probleme mit der Rechtschreibung haben. Das hat eine Studie unter Schülern und Schülerinnen herausgefunden. Denn beim Tippen entlasten wir das Arbeitsgedächtnis und das ist wiederum relevant fürs Formulieren und eben für die Rechtschreibung. Dadurch lernen die Kinder übers Tippen Rechtschreibung besser lernen. Das gilt übrigens auch für uns Erwachsene. Was macht eine gute Lernumgebung aus? Eine gute Lernumgebung besteht eigentlich aus drei Faktoren: Arbeitsplatz, Raum und Unterstützung. Der Arbeitsplatz, also der Schreibtisch, sollte befreit werden von allen Dingen, die nicht für diese Lerneinheit gebraucht werden. Das heißt, da sollte nur das Hausaufgabenheft liegen, die Stifte, der Radiergummi, der Spitze, also alles, was man wirklich braucht und alles andere nicht. Also kein Handy, kein Comic, nichts, was ablenken könnte. Das zweite ist der Raum. Und da ist natürlich entscheidend, wie auch bei uns Erwachsenen, dass dieser Raum Ruhe bietet. Also keine spielenden Hunde, Musik oder andere Lärmquellen. Und was hilft, ist vorher auch einfach nochmal kräftig durchzulüften. Und das dritte ist die Unterstützung. Und bei der Unterstützung würde ich euch gerne noch mitgeben, dass es wichtig ist, dass ihr vielleicht am Anfang eine Art Ritual immer habt. Das können 10 Hampelmänner sein, das kann aber auch die Gedächtniskiste sein, die ihr am Anfang gemeinsam macht. Und dann einstartet sozusagen in die Lerneinheit. Und zur Unterstützung gilt natürlich auch, dass das Kind zwar alleine lernt, aber weiß, wenn es Unterstützung braucht, dann ist jemand da. Das könnt ihr als Elternteil sein, das kann der Nachhilfelehrer sein, das kann die Oma sein. Aber dass man weiß, man hat oder hätte jemanden, wenn man jemanden braucht. Mein Kind hat Konzentrationsprobleme, was kann ich tun? Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern eine klare Struktur schaffen. Dazu gehört zum einen die Lernumgebung, aber auch zum anderen so etwas wie einen Wochenplaner. Und wir müssen natürlich versuchen zu vermeiden, unsere Kinder zu überfordern mit zu viel Pensum. Ansonsten, ganz klassisch, aber total wichtig ist eine gesunde Ernährung, genug Bewegung und auch ausreichend Schlaf. Was vielleicht viele Eltern gar nicht wissen, die Konzentrationsspanne unserer Kinder ist total gering. Bei Kindern von 5 bis 7 Jahren ist die gerade mal 15 Minuten lang und dann in der nächsten Altersstufe 7 bis 9 sind es 20 Minuten, dann 25 Minuten und erst ab 15 Jahren sind unsere Kinder überhaupt in der Lage, sich länger als 30 Minuten zu konzentrieren am Stück. Umso wichtiger ist, dass wir ihnen Raum für Pausen schaffen. Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft gibt es einen bedeutungsvollen Zusammenhang zwischen Konzentrationsfähigkeit und den Freizeitaktivitäten unserer Kinder. Insbesondere Musik und Sport zahlen darauf ein, dass unsere Kinder sich besser und länger konzentrieren können. Das können wir uns zunutze machen, indem wir in den Pausen, die wir geben müssen, zum Beispiel kleine Einheiten einlegen, wo unser Kind musiziert oder sich einfach bewegt.